Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem Klemmbaustein Wohnzimmer. Heute möchte ich euch nicht ein Set vorstellen, sondern euch eher zeigen, wie vielleicht irgendetwas mal ein Set werden könnte. Ja, und zwar geht es da um einen Mock. Ja, der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal bei Twitter oder Instagram oder auch am Ende eines von meiner Videos mal gesehen, dass ich da so Bilder von einer Burg gepostet habe. Ja, und um diese Burg soll es heute dann gehen. Auf die Idee gekommen bin ich eigentlich hauptsächlich hier durch Castle Grayskull. Es hat so einen Spaß gemacht, die zu bauen. Und machen wir uns nichts vor, wir haben einen eklatanten Mangel an Burgen in unserer Klemmbausteinwelt. Ja, im Endeffekt gibt es hier Castle Grayskull, dann hat Enlighten noch so ein paar burgähnliche Sachen im Programm. Dann gibt es ein paar Kopien der alten Lego-Sets, früher aus der Castle-Serie. Und dann halt noch hier die von Stuban aus der Legend Warriors, da dieses Ritter gegen Ninjas. Und das war's. So eine richtig schöne, große, ich sag mal, zeitgemäße 21. Jahrhundert mittelalterliche Klemmbausteinburg gibt es leider nicht. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen berufen gefühlt, das mal zu ändern. Es macht ja Spaß, auch mal selber was zu entwerfen. Versteht mich nicht falsch, ich baue total gerne nach Anleitung, weil das ist ja quasi Modellbau mit Gelinggarantie. Ja, man hat da seine Teile, man hat seine Anleitung, man schaltet das Hirn ab und baut wirklich schön entspannt vor sich hin. Das ist ja schon fast ein bisschen wie Zen-Buddhismus. Aber zwischendurch muss es auch mal was Eigenes sein. Da muss mal die Kreativität so ein bisschen zum Tragen kommen. Und so habe ich mich dann einfach mal mit Studio, dem Programm von Bricklink, mit dem man halt virtuell Klemmbausteinsets planen kann, auseinandergesetzt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal am Computer an. Ja, und bevor wir da jetzt hier in die öden digitalen Welten abtauchen, erstmal einen Schluck Kaffee. So, ja, hier sind wir jetzt im Studio, in dem Programm von Bricklink. Und ja, also das ist hier so ein bisschen wie Gratis-Drogen für die Kids vorne vor der Schule, damit man sie anfixt. Ne? Also das ist ein wirklich cooles Programm, da könnt ihr eine Menge mitmachen. Vor allem kostenlos. Ne? Und ihr habt alle Steine der Welt zur Verfügung. Ja, man fängt halt an, legt ein Projekt an. Ich habe hier jetzt hier mein schon in mehreren Versionen meine Castles genannt hier. Das ist jetzt schon soweit fertig. Da stecken jetzt schon zig Stunden Arbeit drin, bis man dann so weit ist, dass man das Ganze hier hat. Aber im Endeffekt ist es wirklich ganz einfach zu bauen. Ihr habt hier an der linken Seite die ganzen verschiedenen Steine, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt hier auch schon ein bisschen Vorauswahlen treffen hier mit Brick Modified Technic Bricks, damit man das so ein bisschen findet, weil es ist wirklich eine Riesenmenge an Steinen. Das sind mehrere tausend verschiedene. Hier auf der rechten Seite könnt ihr dann die Farben raussuchen, die die Steine haben wollen oder sollen. Ja, und hier muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn hier dann so ein Ausrufungszeichen erscheint, dann sind das Steine, die es so in der Farbe bei Lego nicht gibt. Ja, das ist dann halt schwierig. Ja, hier in diesem, was ich hier so zusammengestellt habe, da sind etliche Steine bei, die es in den Farben nicht gibt. War allerdings Absicht, weil ich möchte das ja eigentlich nicht mit Lego hinterher bauen, sondern ich möchte da andere Steine für nutzen. Aber dazu später hinterher noch mehr. Ja, das Programm an sich ist wirklich sehr gut durchdacht. Man kann sehr gut mitarbeiten. Hier die Burg zu drehen, das geht halt mit der rechten Maustaste. Wenn man die gedrückt hält, dann kann man das hier um vier Achsen drehen, das Ganze. Das ist auch beim Bauen wichtig. Ne? Und man kann da mit dem Rad kann man reinscrollen oder rausscrollen, kann dann halt Teile auswählen. Hier, ihr seht das, die werden dann mit so einem lindgrünen Kästchen umfasst oder hellblau, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ja, und die kann man dann bearbeiten, die kann man dann durch die Gegend schieben, woanders hinpacken. Man kann von hier aus was da reinschieben. Hier ist jetzt aber soweit alles fertig. Ja, und man kann halt auch, wenn man das Rad runterdrückt, kann man halt das ganze Bild im Ganzen bewegen. Ja, und mit der linken Maustaste wählt man halt einzelne Steine aus. Und wenn man dann noch eine Tastenkombination gedrückt hält, kann man mehrere Steine auswählen. Wollen wir aber jetzt hier alles nicht machen, ist ja soweit fertig. Wie man das Studio-Programm benutzt, da müsste man mal ein eigenes Video zu machen. Das ist schon relativ umfangreich, das zu erklären. Ja, ihr seht hier halt, meine Burg ist soweit fertig. Wir haben hier eine Schmiede mit oben drüber einem Gesindewohnraum. Wir haben hier noch einen Dachboden, der ist nicht weiter genutzt. Wir haben hier begehbare Wehrgänge mit Aufgängen. Wir haben hier das Burgtor mit zwei Toren.
Dann haben wir hier eine Wachkammer, hier haben wir nochmal eine kleine Gefängniszelle, hier haben wir zwei Waffenkammern. Ja, hier im oberen Bereich wird dann das sein, wo man die Zugbrücke mit hoch und runter kurbeln kann. Hier haben wir Steine bzw. Kugeln, die man runterschmeißen kann auf irgendwelche Belagerer. Hier ist, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ist eine Lücke. Das heißt also, wenn die es schaffen, das Tor zu überwinden, stehen die vor dem Zungentor und da kann man dann Sachen runterschmeißen, um denen noch Übles zu tun. Hier haben wir einen Stall. Oben haben wir hier so ein bisschen Vorratskammer mit Schlachtblock, dass man mal eben da einen Huhn drauf quasi in einem Ende bereiten kann. Dann haben wir hier noch einen Strohboden. Die Dächer hier in Dark Ten, die gibt es leider so größtenteils nicht. Und wenn, nur für wahnsinnige Preise. Also dieser Stein hier zum Beispiel, kommen wir gleich noch drauf, wenn wir dann Richtung Brickling gehen, der kostet über 10 Euro in Ten. Also es ist wirklich irre Preise. Ja, und auch viele andere Steine, die hier wirklich sehr, sehr teuer sind. Wobei das durchaus Absicht von mir war. Ja, also ich wollte hier einen hohen Part-Out-Value bei diesem Set auch schaffen. Ja, dann haben wir hier hinten die Burg halt von innen. Ja, da haben wir unten einen Kerker, dann haben wir hier einen Alchemistenlabor, ja, so ein bisschen Monsterspinne da. Dann haben wir hier den Thronsaal mit Kamin. Dann geht es hier durch den Turm hoch in die Wohngemächer. Da ist dann hier ein Bett und Rüsthalter und sowas alles, hier eine kleine Küche. Und dann geht es hier noch weiter, dann über die Stiegen nach oben, da kommt man auf den Dachboden. Der ist jetzt nicht riesig ausgebaut, da kann man dann selber noch ein bisschen was machen, auch der Burg, auch der Turm an sich, der Burgfried hier, ist noch relativ leer, da ist auch noch ein bisschen Platz für einen selber. Ja, dann haben wir hier den Aufgang hoch zum Hauptgebäude, auch vernünftig zu verteidigen. Ich habe wirklich versucht, das Ganze so ein bisschen, ja, ich sag mal, mehr oder weniger realistisch zu halten. Ist natürlich Quatsch, kannst du gar nicht, aber wenigstens nicht zu sehr Fantasy zu machen, ja. Dann seht ihr hier Gelenke drin, das ist nicht, um das Ganze beweglich zu machen, sondern das ist dafür da, dass man das Ganze zerlegen kann. Ja, und zwar ist das einmal hier das Haupthaus, dann hier dieser Bereich und vorne das Tor. So dass, wenn man halt das Ganze wegräumen möchte, kann man das in vier Teile zerlegen, irgendwo ins Regal packen. Ich wollte hier ein Set schaffen, was halt sowohl für Erwachsene Spaß macht beim Bauen, als auch für Kinder hinter Spielwert bietet. Ja, und ich hoffe mal, das ist mir so halbwegs gelungen. Ja, wenn man dann halt das Ganze dann hinterher nach stundenlangen Fuckeln und Machen und Tun zusammen hat, ja, dann geht man dann halt los und lässt sich dann eine Teilliste dann hier erstellen. Ja, und dafür gebt ihr dann halt hier im oberen Bereich, ja, da kann man dann hier Part Designer, Instruction Manager, das ist übrigens richtiger Spaß hier, Instruction Maker, zeige ich euch gleich auch nochmal. Aber man kann dann hier eine Teilliste erstellen und die dann zu Bricklink hin exportieren, um dann da halt die Teile zu kaufen, die man dafür braucht. Und der Schock war erstmal ein großer. Ja, jetzt aber nochmal einmal hier zu diesem Instruction Maker. Ja, ich habe da schon mal so ein bisschen vorgearbeitet, bin aber immer noch nicht fertig, weil das ist wirklich hier die Arbeit für einen, der Mutter und Vater erschlagen hat. Man zerlegt quasi komplett das Gebaute rückwärts nochmal. Also jeden Stein, den man irgendwie irgendwo schon mal gemacht hat, den muss man quasi nochmal wieder einzeln zerlegen, ja, um ihn dann hier hinterher in eine Bauanleitung zu überführen. Und das macht eher so Semi-Spaß. Ja, da ist das dann halt so, dann sieht man immer die Sachen, die für den Baustepp jetzt ausgewählt sind, sind farblich dargestellt, der Rest ist so transparent dargestellt. Und dann sieht man hier immer, wie weit man ist. Ja, gehen wir mal ganz runter. Ich habe schon ein paar Bausteps hier geschafft. Ja, können wir mal nach unten gehen. Ja, ich muss jetzt hier das Wohngebäude muss ich noch als Bauanleitung erstellen. Während man das Ganze dann erstellt, da merkt man dann auf einmal, dass man auch teilweise Farbfehler gemacht hat. Ja, hier zum Beispiel, das habe ich nicht eingefärbt. Das sollte eigentlich auch grau sein. Dann hat man teilweise hier irgendwo Bricks verbaut, die man eigentlich gar nicht verbauen wollte. Ja, wenn man dann hier reingeht, dann sieht man das so ein bisschen. Die schweben einfach irgendwo wild in der Gegend rum. Die sind eigentlich über. Die verschwinden aber dann hinterher bei der Bauanleitung. Das ist eigentlich ganz cool. Was man dann beim Erstellen der Bauanleitung ein bisschen doof ist, wenn man dann vergisst, zum Beispiel hier die beiden Steine, die habe ich vergessen, da muss ich hinterher mal gucken, in welchem Step ich das am besten unterbringen kann, dass ich die dann noch reinpacken kann. Ja, aber das hier ist wirklich Arbeit. Das ist wie
wie Nasenhaare entfernen. Das macht gar keinen Spaß. Ja, also das ist, aber muss ja sein, ne? Wer was Schönes bauen möchte, der muss sich das antun, weil eine vernünftige Bauanleitung will man hinterher haben. Ja, und dann, wenn man das dann hat, dann muss man das Ganze dann hinterher noch in Page-Design umwandeln, weil die Pages, die die einem anbieten, die sind halt immer nur in einem Blickwinkel, sodass man teilweise gar nicht sieht, was man da macht. Kann man aber dann hier sehr schön über das Layout dann verändern. Ja, und da habe ich dann halt hier auch das meinige schon getan. Aber auch da wartet auch eine Menge Arbeit auf mich. So, jetzt sind wir hier wieder zurück in der normalen Bauansicht und hier oben über diesen Einkaufswagen, da kann man jetzt hier eine Wanted List bei Bricklink erstellen. Da exportiert er dann das Ganze. Da klickt man dann drauf, dann geht er halt auf die Internetseite von Bricklink und da kann man dann hier eine Wanted List anlegen. Ja, da kann ich jetzt mal hier Castle Video. Ich bin da ja eigentlich schon weiter. Psst, nicht weiter verraten. Proceed to verify items. Und jetzt stellt er da eine Wanted List für zusammen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Stellt euch einfach die Melodie von Jeopardy vor. So, und da sind wir dann auch schon. Und hier seht ihr, insgesamt hat dieses Set 446 unterschiedliche Teile bei 3400 irgendwas Teilen, die wir da verbauen. Nee, 4300 so rum. Und hier sieht man dann teilweise aber auch schon, wo es Probleme gibt. Farben, die es dann vielleicht nicht gibt. Da muss man dann ein bisschen improvisieren. Ja, also man kann dann halt hier einfach mal spaßeshalber dran gehen und sagen, hier, das Ganze möchte ich mal kaufen. Add to Wanted List. All die schönen vielen Teile. Auch das dauert wieder ein bisschen. Dann gehen wir hier auf die neu erstellte Wanted List und dann gehen wir mal einfach mal auf Buy All. Und dann ist er jetzt am Rödeln, weil er sucht sich jetzt halt alles raus, was er da irgendwie findet. Und er sagt aber hier schon, dass er von den 446 Teilen nicht alle finden wird wahrscheinlich. Also er ist jetzt am Rödeln, weil einige hatten wir in Farben, die es so nicht gibt. Ja, und da gehen wir jetzt mal auf Auto-Select. Ja, und lassen ihn einfach mal starten. Und jetzt wird er hier wild rumkalkulieren und versuchen, die für uns günstigste Möglichkeit zu finden, den ganzen Rotz zu kaufen, den wir hier zum Bauen hinterher brauchen. Und hat mir jetzt hier 17 Stores ausgeschmissen. Bei meinem letzten Versuch waren es 21. Ja, und er sagt mir aber auch ganz klar hier, er kann gerade mal 86% der Teile wirklich finden. Ja, und alleine die sind jetzt hier schon bei weit über 533 Euro. Plus dann halt noch irgendwelche Porto-Geschichten und alles. Also mich hat der ganze Spaß hinterher unterm Strich 800 Euro gekostet. Bei meinem ersten Versuch war er sogar da bei über 1000. Und dann habe ich hier noch einen ganzen Teil Sachen bei mir aus den Kisten rausgesucht von anderen Herstellern. Und das, was ich da nicht gefunden habe, das habe ich dann eingekauft. Naja, und was da jetzt so zusammengekommen ist, das zeige ich euch dann jetzt mal wieder auf dem Bautisch. Ja, nachdem ich dann halt hier meine Wanted List bei Bricklink hatte und auch gesehen habe, was der ganze Spaß mich dann hinterher kostet, habe ich erstmal so einen leichten Herzkasper gekriegt. Ja, und nachdem sich dann meine Herzfrequenz wieder so halbwegs beruhigt hatte, bin ich dann mit der Liste mal drangegangen hinten in meine Gruschelkisten und habe da rausgesucht, was ich selber hier vor Ort hatte. Und dann waren schon mal wieder ein paar hundert Euro weg. Ja, und den Rest habe ich dann bei Bricklink zusammengesucht. Insgesamt waren es bei mir 21 Händler, bei denen ich das Ganze bestellt habe. Und ich bin jetzt hier irgendwo, ich sag mal, bei, ich glaube, 97% der Teile, die ich brauche. Den Rest muss ich ein bisschen improvisieren und mal schauen. Es war auch das ein oder andere Teil dabei, das war einfach jenseits von Gut und Böse. Zum Beispiel dieses kleine Endstück von einer Rakete in Braun sollte irgendwas um die 20 Euro oder 25 Euro kosten. Das habe ich dann einfach mal geskippt. Ja, und das ist das, was wir jetzt hier so zusammengesammelt haben. Und ihr seht, da ist wirklich reichlich zusammengekommen. Ich habe das mal eben auf der Waage gehabt. Es sind insgesamt über 5 Kilo Klemmbausteine. Und ich hatte euch ja gesagt, dass ich hier so ein bisschen drauf geachtet habe, dass das Set nicht nur eine schöne Burg abgibt, sondern auch einen guten Part-Out-Value hat. Also ich wollte hier irgendwo einen Set entwerfen, was sowohl als Bauset cool ist, als Spielset cool ist und auch hinterher als Teilespender ein guter ist. Und von daher habe ich dann zum Beispiel extra auch Farben genommen, die bei Lego extrem teuer sind.
bei Bricklink oder halt auch, die es gar nicht gibt. Ja, und gehen wir mal so ein bisschen durch, dann kann ich euch das mal so ein bisschen zeigen. Also erstmal habe ich darauf geachtet, dass wirklich viele Steine auch bald vorkommen, ne? Dass man wirklich auch was hinterher zum Bauen hat, weil viele Sets heutzutage kranken ja daran, dass man kaum noch Bausteine da drin hat. Man hat jede Menge Plates, jede Menge irgendwelchen Fitzelkram da drin, aber man kann kaum was anderes rausbauen, weil das so spezialisierte Teile waren. Also habe ich viel geguckt, dass auch wirklich richtig Steine mit drin sind, so dass hier alleine dieser Beutel nur mit Steinen ist und dann halt auch hier extra mit dem Sand Green, weil das ja eine Farbe ist, die sehr, sehr teuer ist. Und da waren dann auch teilweise Sachen bei, die gab es so gar nicht bei Lego. Zum Beispiel Brick Modified, wo im 90-Grad-Winkel dann vier Noppen nochmal dran sind und so. Das müsste man dann hinterher mal schauen, wie man das Problem löst. Ich habe es dann erstmal jetzt in Grau oder in Weiß genommen, um überhaupt weiterzukommen. Ja, dann habe ich halt darauf geachtet, dass wir hier viele Plates, auch große Plates mit dabei haben, mit denen man was dann anfangen kann. Ja, und in verschiedenen Farben, in schönen Farben. Tan und Dark Tan, sehr, sehr teuer. Habe ich halt auch viel drin verwendet. Deswegen ist das Ding, wenn man es sich jetzt so wirklich zusammenstellen lässt, echt recht teuer geworden. Also wie schon gesagt, ich habe neben dem, was ich da vorne rausgesucht habe, jetzt nochmal gut 800 Euro investiert. Ja, und aber dafür sind auch wirklich viele tolle Sachen zusammengekommen. Ja. Dann hier Big Ugly Rock Pieces, Medium Ugly Rock Pieces, also Burps und Murps und Slurps oder Burps, die haben so merkwürdige Namen. Da sind einige von mit drin, die quasi die Basis für das Herrenhaus hinterher bilden. Dann haben wir einiges an Grünzeug mit drin. Ja, dann das hier sind leider immer noch relativ viele Slopes geworden. Ließ sich nicht ganz vermeiden. Slopes braucht man einfach, ach nein, Slopes, was rede ich denn da? Plates braucht man einfach für viele Lösungen, um irgendwo Zwischenschritte und so zu machen. Aber auch hier viel in Brauntönen, in Sand Green teilweise und sonst in Grau. Keine wilden Farben. Also Sachen, die man auch wieder hinterher für irgendwas brauchen kann. Dann hier Bindfaden für die Zugbrücke. Ja, und das hier alles Slopes. Und Dachsteine kann man ja eigentlich nie genug haben. Und die sind eigentlich auch das, die das Ganze so teuer gemacht haben. Also allein hier diese um die Ecksteine, die kosten immer ein Wahnsinnsgeld in Tannen. Ja, oder auch halt alles, was man jetzt hier in Hellrot sieht oder in Normalrot sieht, soll hinterher ein Dark Red sein. Und Dark Red ist auch ein Preistreiber, aber halt eine wunderschöne Farbe für ein Dach, finde ich. Und viele graue Slopes drin. Also durchaus was, was man hinterher auch anderweitig gut benutzen und verwenden kann. Ja, dann hier Beutel mit Fliesen, bedruckte Holzfliesen und sowas auch mit drin. Ja, auch ja, Fliesen machen immer alles besser. Ist einfach so, ne? Dann hier die kleinen Käseecken, also die 2/3 Slopes, satt und reichlich sind mit drin. Ja, da habe ich einfach zu viele von bestellt, da habe ich nicht aufgepasst. Da hätte ich, glaube ich, 15 von gebraucht und es sind irgendwie 250 gekommen. Naja, wurscht, schwamm drüber. Dann hier 5 Truhen und ich glaube 8 Fässer sind irgendwo darin verbaut. Das gleiche wie mit den Einer Plates in Braun. Da habe ich irgendwie Konvolute bestellt. Das ist eine Menge, die passt eher in den Dark Wave. Und dann hier alles so kleine Sondersachen. Ja, da sind Fahnen drin, da sind Round Plates drin, da sind Stats drin, jede Menge Waffen, Schilde, alles Mögliche, was man halt so an Spezialsachen braucht, um dem Ganzen so ein bisschen Schliff zu geben. Weil Minifiguren, die Problematik kennt er, können wir in das Set nicht mit reinnehmen, weil Endziel soll ja im Endeffekt hinterher sein, das Ganze vielleicht produzieren zu lassen in China. Kommt so ein bisschen drauf an, wie euch das Ganze gefällt. Ob ihr sagt, jo, das wäre was, was der Markt braucht, oder ob ihr sagt, oh Gott, was hast du denn da für einen Scheiß zusammengebaut? Ja, dann sind hier ein paar Transclear-Teile drin. Und dann hier Türen, Fenster, hier Gittertüren und sowas für die Verliese. Und dann hier ein großer Beutel mit Mentionary Bricks. Ja, in sowohl 1x4 als auch 1x2er. Die braucht man halt für die Burgmauern und die kann man auch für sonst alles Mögliche gut brauchen. Also aus diesem Set lässt sich im Endeffekt auch ein tolles Diorama für Panzer bauen oder was der Geier was, weil einfach jede Menge Gebäudeelemente da drin sind. Dann haben wir hier Treppen, Stützbalken, alles in Braun, damit das Ganze so ein bisschen Holzoptik kriegt, soll ja mittelalterlich sein. Ja, und das hier, die ganze Tüte voll ist mit Bögen. Ja, also um irgendwelche Türen reinzubauen und Fenster reinzubauen, die sind auch relativ teuer. Habe ich festgestellt, so beim Einkauf. Ja, dann alles 1x3er.
Irgendwie habe ich da wohl eine Schwäche für. Da habe ich etliche von verbaut. Ja, dann hier Bricks Modified in verschiedenen Ausführungen. Ja, und das hier, das sind alles diese für die Türme, wo es um Eck geht. Reichlich von. Ja, und dann Inverted Slopes zu beiden Seiten. Die habe ich als Tragelemente in der eigentlichen Planung in Braun. Die gibt es in Braun gar nicht von Lego. Also erstmal in Grau, aber in dem fertigen Modell sollen sie hinterher eigentlich in Braun dann mit drin sein. Ja, und, ja, das sind die ganzen Teile, die wir hier zusammen haben. Über 4300 Teile sind es ja insgesamt. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich das Ganze wieder einpacke und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was weiter dazu. So, da haben wir das Ganze wieder zusammengepackt. Ja, hier, back to topic. Also erstmal werde ich jetzt zusehen, dass ich die Bauanleitung fertig kriege. Freue ich mich schon drauf. Und wenn ich dann mal ein bisschen Zeit und Ruhe finde, also wahrscheinlich wird das eher zwischen den Jahren Richtung Weihnachten passieren, werde ich mich mal dran setzen und das Ganze bauen, um einfach zu sehen, was habe ich für Fehler gemacht bei der Konstruktion, was habe ich für Fehler gemacht bei der Bauanleitung. Einfach um nicht den gleichen Fehler zu machen, den viele Hersteller machen, nämlich einfach was direkt vom Computer über die Planung ins Internet rauszuschieben und zu verkaufen und dann quasi die Kunden zu Hause als Beta-Tester dazu missbrauchen. Dann werde ich das einmal jetzt selber zusammenbauen, deswegen habe ich die ganzen Teile gekauft. Und dann werden wir mal schauen, das werde ich mit euch zusammen dann machen, da werde ich auch ein Video drüber machen, werde euch da an den Baueindrücken teilhaben lassen. Ich muss dann über mich selber fluchen, wenn ich Scheiße gemacht habe, das wird interessant. Ja, und dann wollen wir einfach mal gucken, ob das Ganze hinterher wirklich Hand und Fuß hat oder ob das einfach nur ein Hirnfurz war, den ich mir da quasi ausgebrütet habe. Ja, und dann muss man einfach wirklich mal schauen, lohnt es sich das als Set aufzulegen. Ich habe schon mal mit Herstellern in China auch gesprochen und die haben mir dann als erstes gesagt, ja klar, machen wir die fertig, 2000 Mal musst du das Set produzieren lassen, dann ist das kein Problem. Könnt ihr ja mal hochrechnen, was sowas ungefähr kosten wird. Und dann 2000 Stück davon, was das für Finanzen bindet. Da bin ich erstmal in die Knie gegangen und mir wurde ganz weich im Kopf. Und dann habe ich dann hier mit den Jungs zum Beispiel von Global Bricks gesprochen. Die haben ja die Toolzone bei Xingbao produzieren lassen. Das ist ja auch ein Mock von denen. Und dann sagte der, ja, nee, da habe ich es dann hinterher runtergehandelt auf einen 20-Fuß-Container voll. Und da muss man mal gucken. Vielleicht kriegt man da noch geringere Mengen hin, dass man das vielleicht in einer kleineren Auflage produzieren lassen kann. Und da müssen wir einfach mal schauen, ob das eine interessante Sache ist, die für euch interessant ist, die für mich interessant ist, die vielleicht eine Möglichkeit ist, an schöne Teile zu kommen, die es bis jetzt noch gar nicht gab, um irgendwelche Mocks selber zu realisieren, als Teilespender, als tolles Spielzeug, als schönes Bauset. Ja, deswegen wollte ich euch das ganze Projekt mal vorstellen. Ne? Und am Anschluss habe ich dann noch ein paar gerenderte Bilder aus dem Programm, dass man mal sieht, wie das Ganze hinterher aussieht. Könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Und dann schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, was haltet ihr davon? Wenn ihr jetzt sagt, Thorsten, träum weiter. Ja, ihr, deine fünfjährigen Gebäude, die du da hier gerade quasi uns vorgestellt hast. Ne? Alles klar, träum weiter. Ist das auch völlig in Ordnung. Aber wenn ihr sagt, nee, das ist ein cooles Teil, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre vielleicht was, da wäre ich dein Kunde, wenn du sowas auf den Markt bringst. Man muss von vornherein sagen, also das wird nicht günstig, das Ganze, auch wenn ich es produzieren lasse. Weil wenn man bei den Chinesen was produziert, nehmen die definitiv mehr, als wenn die selber was machen. Da sind die jetzt ja nicht, die machen das ja nicht aus Menschenfreundlichkeit, die wollen Geld verdienen. Ja. Da muss man mal gucken, wie man das Ganze gelöst kriegt. Aber schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Einfach mal so, kleiner Testballon. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, euch von mir hier, von meinem Projekt, von meinen Träumereien erzählen zu lassen. Vielleicht habt ihr jetzt auch selber Bock gekriegt, Sachen zu planen. Also ich kann euch Studio wirklich nur empfehlen, es kostet nichts. Das böse Erwachen ist halt immer, nachdem man dann das Ganze dann mal nach Brickling exportiert und guckt, was man dann noch alles kaufen muss, um das Projekt zu realisieren. Aber es ist an sich ein mächtiges Werkzeug, mit dem man erstmal schon mal planen kann, damit man überhaupt weiß, was man braucht. Und es macht auch einfach Spaß, Sachen zu bauen. Die muss man vielleicht hinterher gar nicht, also virtuell zu bauen, die muss man vielleicht gar nicht dann hinterher in echt auch nochmal bauen. Einfach mal ein bisschen kreativ sein, ein bisschen Spaß haben und das ohne, dass die Steine was kosten, ist ja auch nett. Ja, das war es hier von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ja selber Lust. Vielleicht sagt er, nee, ich bleib bei meinen fertigen Sets und reiß gleich das nächste aus der Ecke, weil er Bock aufs Bauen gekriegt hat. Dann war das auch alles richtig hier. Ansonsten bleibt mir nur euch noch viel Bauspaß zu wünschen. Bis bald. Tschüss.